Hallo ihr Lieben da draußen und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar habe ich etwas vor. Ich mache eine Challenge mit euch. Und zwar etwas, was noch nie da gewesen ist, was noch kein Star-Stable-YouTuber vor mir gemacht hat. Und zwar werdet ihr für mich shoppen gehen. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr geht für mich shoppen. Und zwar muss jede Person von euch ein Kleidungsstück aussuchen. Das heißt, die erste Person sucht einen Hut aus, die zweite Person sucht ein Oberteil aus, die dritte Person sucht die Handschuhe aus, die vierte Person sucht das Unterteil aus. Dabei ist es völlig egal, was ich als Unterteil anhabe. 1, 2, 3, 4. Die fünfte Person sucht die Schuhe aus. Die sechste Person sucht die Frisur aus. Und die siebte Person wird die Accessoires aussuchen. Also ist da ganz wichtig, dass ihr mindestens Level 16, 17, 18 seid, weil da gibt es extrem viele Accessoires. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Wie macht man das? Erstmal müsst ihr wissen, dass ihr zwei Möglichkeiten habt, wo ihr shoppen gehen dürft. Einmal unten im Global Store, das ist der Einkaufswagen hier unten. Und im Shopping Center von Jovik City, also da, wo man mit dem Bus hinreist. Da gibt es nämlich, da könnt ihr entweder die Frisur kaufen, derjenige unter euch, der die Frisur jetzt kaufen will, oder die Klamotten. Es geht hier nur um den Reiter, es geht nicht ums Pferd. Das mit dem Pferd können wir auch machen, aber dann in einem anderen Video. So, ich sag euch gleich, was nicht rein darf, und zwar. Was die Kopfbedeckung angeht, ihr wisst, ich bin kein Freund von Reiterhelme, deswegen fallen Reiterhelme weg. Also, ihr Kopf, die Reiterhelme, egal welche, sie fallen alle weg. Auch die hier unten, die hier, also die hier, der nicht, aber alles, das Cappy auch nicht, aber alles, was so Reiterhelm ist hier und auch nicht das hier, fällt alles weg. Ansonsten habt ihr, was die Kopfbedeckung angeht, freie Wahl. Wie gesagt, das sind alles Reiterhelme, die werde ich nicht tragen. Das gleiche gilt für die Handschuhe. Könnt ihr alles frei wählen. Ihr habt freie Wahl. Jeder von euch sucht ein Objekt aus, ein Kleidungsstück. In den Kommentaren schreibt ihr, wo ihr das gesehen habt. Also habt Seid ihr im Jovik City Center gewesen, dann schreibt ihr hin Jovik City Center. Dann zum Beispiel Handschuhe. Und dann den kompletten Namen dieses Kleidungsstückes. Also, sprich, gesehen Handschuhe im Jovik City Center und den Namen der Handschuhe und die Farbe dürft ihr hinschreiben. Ihr dürft die Farbe frei wählen. Das darf jeder von euch bei jedem Kleidungsstück. So. Und das muss jeder machen. Jeder von euch schreibt, wo er dieses Kleidungsstück gesehen hat. Den Namen des Kleidungsstückes. Also zum Beispiel, meine Jacke heißt schwarze Lederjacke. So. Wenn ihr das jetzt im Global Store geschrieben, hat ihr gerade die Funken? Wenn ihr zum Beispiel jetzt im Global Store einen Pullover oder einen Tanktop kauft oder keine Ahnung, irgendwas, sucht euch hier irgendwas aus, irgendwas, was ich tragen soll, dann schreibt ihr unten in euren Kommentar Kleidungsstück gesehen in Global Store. Dann den Namen, dann geht ihr hier hoch und dann steht zum Beispiel der Name der Jacke. Das
wie gesagt, das muss jeder von euch machen, weil sonst weiß ich nicht, was ihr für ein Kleidungsstück meint. Und natürlich auch die Farbe dahinter. Und die Person, die für die Frisur zuständig ist, wird sich nämlich freuen, denn sie darf die Frisur frei wählen. Wie die anderen auch, darf auch die Person, die die Frisur macht, frei wählen, was ich für eine Frisur haben soll. Ich kann auch gleich zu meinem Friseur, nicht, dass wir alles doppelt kaufen. Wie gesagt, auch wie bei den Leuten, die die Sachen kaufen, muss auch die Person, die die Frisur kauft, in ihren Kommentar schreiben, wo sie das ge gesehen hat, also wo es die Frisur gibt. Und die Farbe der Frisur und was das für eine Frisur ist. Ob das jetzt ein blonder Seitenschnitt ist, ob das jetzt eine lange Frisur ist, ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Rasterzöpfe sind. Es ist völlig egal. Am Ende zählt halt nur das, der Spaßfaktor. Das soll ein Video zur Unterhaltung sein. Das schreibt ihr auf. Ich sag mal, die Mystik sucht die Handschuhe auf. Schreibt also Mystik hin, gesehen im Club Store. Name der Handschuhe sowieso, Farbe sowieso. So, der nächste sucht die Jacke von euch aus, gesehen in, was ich, im Shopping Center von York City. Oberteil heißt sowieso, Farbe sowieso. Also die Farbe, das Oberteil und den Ort, wo ihr es kauft, dürft ihr frei wählen. Warte mal, ich habe gerade was im Hals. So, jetzt kann es weitergehen. Und dann gibt es noch eine Person. Das wäre nett, wenn diese Person mindestens Level 16, 17 oder 18 hat. Diese Person ist für die Accessoires zuständig. Denn es wäre ja langweilig, wenn ich ja nur ein Outfit anhabe und keine Accessoires. Also dürft ihr frei wählen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es im ich weiß nicht, ob es im Shopping Center von Jovic City, ob es da Accessoires zu kaufen gibt. Wenn dem so ist, dann schreibt ihr das hin, Accessoire gefunden und dann den Namen des Accessoires. Und wie gesagt, auch da die Farbe, es gibt ja verschiedenfarbige Accessoires, ansonsten müsst ihr den Club Store nehmen. Gibt es extrem viel. Auch bei den Accessoires, es ist, da fällt mir gerade ein, okay, ja, hier auch. Ihr seht es nicht, aber ich habe gerade zugewunken. So, hier und das war's. Es sind alles war's. Jetzt ist Folgendes: Es gibt ja hier auch die Möglichkeit bei As. Ne, das war die Kopfbedeckung. Also, Kopfbedeckung ist völlig egal. Und wenn es der Blumenkranz ist, ist völlig egal. Aber keine Reiterhelme. Es können diese großen, breiten Sommerhüte sein. Es kann ein Zylinder sein. Es kann eine Strickmütze sein. Es kann eine Stoffmütze sein, ist völlig egal. Ihr entscheidet, was das ist und vor allem, welche Farbe das Ding haben soll. So. Derjenige, der für die Accessoires zuständig ist, ob der kann ja auch, ihr könnt auch wirklich frei wählen hier, was ich kaufen soll für Accessoire. Und dann, wie gesagt, auch hier ist halt dieses Accessoire ein Infopunkt, klickt man, geht drauf. Auf das Infopunkt, auf das Infopunkt, genau, auf den Infopunkt und dann steht sportliche Bio-Freizeitbrille. So. Ist völlig Banane, was das, und, also wie gesagt, derjenige, der für die Accessoires zuständig ist, hereinschreiben in euer Kommentar, wo ihr das Accessoire gesehen habt und den Namen des Accessoires. So, und wie gesagt, jeder darf sich aussuchen, welche Farbe das Kleidungsstück oder die Frisur haben soll. Genau. Und jetzt, damit diejenige unter euch, die die Frisur kauft, nicht alles doppelt kauft oder ich nicht alles doppelt habe, zeige ich euch mal die Frisuren. Ich habe die braune Standardfrisur. Die gibt es nämlich auch hier im Spiel zu kaufen. Ich habe einen roten Seitenschnitt, der übrigens sehr schön ist. Ich habe die Standardzöpfchen, die ich mir ran gemacht habe, als ich den Charakter erstellt habe. Ich habe eine rote lange Frisur. Ich habe einen roten Zopf.
Und ich habe einmal diese gesträhnte Frisur, ich sehe von vorne, von ganz hinten, von ganz hinten, von ganz hinten. Also geht doch. So. Genau. Das sind die Frisuren, die ich habe. Also die bitte nicht nochmal anklicken. Also nicht sagen hier braune, lange Frisur, weil die habe ich ja schon. Genau. Wenn jetzt jemand fragt, darf ich denn dein Make-up auswählen? Ja, da gehen wir auch gleich drauf, weil ich habe eigentlich sehr viel Make-up. Das habe ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist sehr. Oh, sieht die schön aus. Ja. Klick. Oh, was ist da passiert? Sie hat Make-up oben. Genau, also ihr dürft auch aussuchen, welches Make-up ihr habt. Wenn einer von euch sagt, nee, ich möchte aber halt lieber dein Make-up, dann auch wie gesagt hinschreiben, wo ihr das Make-up gesehen habt, in welchem Laden. Also bei welchem Friseur das Make-up gesehen habt. Und wie das aussieht. Also das ist ganz wichtig. Zum Beispiel blauer Lippenstift und ich weiß nicht, ob die da einen Namen haben. Wir können das aber gleich mal testen. Wir gehen mal raus. Zurück zum Eingang. Und Katze, gehst du mal bitte, danke. Dann muss ich mal gucken, ob das Make-up auch einen Namen hat. Ansonsten wäre das echt schlecht. Wir gehen mal nach Fort Pinter. Ich hoffe, die haben da Make-up. Na, will nicht. Und wie gesagt, jede einzelne Person von euch sucht etwas aus. Den Ort, das Kleidungsstück, die Farbe. Und dann schreibt ihr das auch so unten in euer Kommentar. Mütze gefunden in Globestore. Die Mütze heißt den Namen der Mütze und dann die Farbe. Achso, ich wollte das zum Friseur. Naja. Das sind halt. Es ist dabei, wie gesagt, völlig egal. Euch ist freie Wahl gelassen, bis auf die Person, die für die Kopfbedeckung zuständig ist. Keine Reiterhelme. Ansonsten muss ich dann selber entscheiden, wenn der Reiter. Also Reiterhelme nicht, ne? So. Ich gucke mal, ob die Kosmetik einen Namen hat. Nein, die heißt einfach nur Make-up. Also, ich sag mal jetzt, wenn ihr das hier wählt. Also das nicht, das ist ja gar nicht, das ist ja Standard, das habe ich ja auch schon im Schrank. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, mache mal das hier, dann schreibt ihr hin, brauner Lippenstift mit gelben Augen, also goldfarbener Lidschatten mit braunem Lippenstift und oder was hat die, was hat, was soll der Unterschied? Okay. Oder wenn ihr sagt, klassisches Make-up und dann würde dann hier, dann müsstet ihr hier hinschreiben, ich sag mal, nur, wie soll ich das ausdrücken, weil die hat ja, hier unten, ach so, nur Wimpern oder halt, was ich nicht, oder, keine Ahnung. Versucht es irgendwie zu benennen. Oder hier rosa Lidstrich und rosa Lippenstift. Oder wenn ihr meint, hier irgendwas ausgefallen ist, wie dunkelroter Lippenstift und braunen Lidschatten. Oder schwarz. Hier ist das ein Smoky Eyes übrigens. Dann schreibt ihr hin Smoky Eyes und klassischer Lipstick. Das ist, weil sie ja eigentlich gar keinen Lippenstift oben hat. Oder ich glaube Nude. Nude heißt, glaube ich, Haut. Also. Dann schreibt ihr dann halt oben Smoky Eyes und Nude, wenn ihr wisst, wenn ihr euch mit ein bisschen mit Make-up auskennt. Mein Gott. So. Wenn jetzt irgendjemand da unten unter euch ist, der sagt, jo, wäre doch noch fetziger, wenn du einen anderen Körper hast, dann schreibt die vor, also die, dann könnt ihr es reinschreiben, ansonsten wäre das ja auch. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht.
So, dann wäre ich eigentlich fertig mit dem Video. Das war's eigentlich. Ich wollte euch nicht lange aufhalten. Wie gesagt, wenn ihr das mitmachen wollt, im Video, wie gesagt, die Regeln sind, dass jede einzelne Person von euch sich ein Kleidungsstück aussucht in einer Farbe, was ich dann anziehen soll. Danach werde ich ein separates Video machen, in dem ich diese Kleidungsstücke shoppe mit euch und anhabe. Und dann werdet ihr das Kleidungsstück beurteilen und eine Note abgeben. Von 0, von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist gut. Und da ist auch bitte gesagt, wenn ich dann die Kleidung anhabe, ich möchte nicht, dass ihr euch untereinander beleidigt und sagt, ja, mein Jacke sieht besser aus als wie die Hose, die du dazu gekauft hast, das passt nicht, sondern es ist ein Video zur Unterhaltung und wie gesagt, ich möchte auch nicht, dass ihr dann runterschreibt, warum hast du die Hose gekauft, die passt ja gar nicht zu den Handschuhen oder irgendwas sowas. Sowas bitte nicht machen. Ja, das ist wie gesagt ein Video zur Unterhaltung und soll allen als Spaßfaktor dienen. Und deswegen möchte ich auch so einen gepflegten Umgang haben, weil ich möchte keinen Stress unter meinen Videos haben. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, jo, ich habe hier noch eine Idee, mach doch noch einen anderen Körper. Es gibt beim Körper 12 Varianten, nee, 12 nicht, 6 Varianten, ne? Dann schreibt die Variante des Körpers hin. Ansonsten könnte man auch machen mit einem Körper, mit einem anderen Körper an. Anderen für sich würde ich aber Alicia schlank lassen. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, es kommt, ist nochmal so rübergekommen. Ich fasse es nochmal ganz grob zusammen. Jede einzelne Person von euch geht für mich shoppen. Also ihr kauft es nicht, sondern ihr geht halt nur entweder in den Global Store unten rechts oder ins City Center oder ein Shopping Center von York City. Ihr schreibt in euer Kommentar den Ort, wo ihr das gefunden habt, wo ihr das Outfit gefunden habt, die Namen des Outfits und die Farbe des Outfits. Es darf immer nur jede Person ein Teil kaufen. Einer kauft die Handschuhe, der andere kauft die Hose, der nächste kauft die Mütze. Das Accessoire, sei es die Brille, die Ohrringe, irgendwas. Auch bei den Accessoires bitte hinschreiben, wo ihr das gesehen habt und wie das Accessoire heißt. Denn Accessoires haben auch Namen. So, und dann werde ich mich einkleiden und eure ehrliche Meinung dafür wäre nett. Ich werde diese Teile nicht verkaufen, weil, wie gesagt, das ist ein Projekt, was ich hier mache. Ich wollte einfach mal was anderes auf meinem Kanal anbieten und deshalb dachte ich, wäre diese Challenge doch mal ganz toll, dass ihr für mich was raussucht, was ich dann später in einem separaten Video anziehen soll. Und wenn das so gut bei euch angekommen ist, dann machen wir das mit einem Pferd. Denn dann müssen wir eins meiner Pferde einkleiden. Auskleiden nicht, auskleiden auch, wenn es was oben hat. So, und weil das so lustig ist mit dem Pferd und ich ja schon alle Pferde freigeschalten habe, dürft ihr sogar das Pferd auswählen, welches ich kaufen soll. Es ist so, dass ich nur die Pferde reinschreibe in einem anderen Video, aber das mache ich halt nur, wenn das Video hier, wenn ihr mitmacht und wir das Video machen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier und unter dieses Video müsst ihr, also unter dieses Video hier müsst ihr eben reinschreiben, wo ihr was gefunden und gesehen habt und die Namen und die Farbe. So. Wir sagen mal, die Lea hat einen Hut gesehen, dann schreibt die Lea rein. Global Store, dann den Namen des Hutes und die Farbe. Und die andere Person schreibt rein, Oberteil gesehen in
keine Ahnung wo, City Center. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich habe hier im an einem von den Ständen im Fort Pinter oder so ein Outfit gesehen oder als ein Oberteil gesehen, dann schreibt der halt den Stand hin und dann den Ort, wo der Stand ist, zum Beispiel Fort Pinter, keine Ahnung. Ich habe nicht alles freigeschalten an Ständen, weil ich bis jetzt nur die Hauptquest gemacht habe. So, zurück zum Pferd. Wenn das hier so gut bei euch angekommen ist und wir das gemacht haben, werde ich eine Liste machen mit Pferden, die ich besitze. Das heißt, diese Pferde werden nicht gekauft, damit ihr ungefähr wisst, okay, ich habe die und die Pferde. Ich habe ungefähr, ich möchte jetzt mal sagen, eins, ich habe drei magische Pferde, also und alles andere sind normale Pferde. Und das heißt, ich werde diese Pferde eine Liste machen mit den Pferden, die ich habe. Nicht damit wir jedes Pferd doppelt kaufen, sondern ich habe zwar gesagt, ihr dürft das Pferd aussuchen, aber nur solche Pferde, die nicht auf der Liste stehen. Wenn ihr sagt, okay, hier, die hatte schon belgisches Warmblut, dann kauft ihr ein anderes Pferd. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte da mitmachen, aber ich habe doch gar keinen, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo die Pferde stehen, dann googelt und dann gibt es sowas wie ein Archiv von Star Stable. Also müsst da reingehen und da steht dann so eine, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, da kann man alles angucken. Zum Beispiel die Pferde, wo die stehen, in welchem Bereich die stehen. Und ansonsten machen wir das gleiche auch mit dem Pferd. Das heißt, ich mache eine Liste fertig mit Pferden, die ich habe, damit ihr nicht dass die Rasse doppelt kauft. Und dann sucht einer das Pferd aus. Und wie bei den Kleidungen müssen auch hier bei den Pferdeaccessoires Name und Ort gefunden werden. Name und Name zum Beispiel Halfter gesehen in Globus War und dann die Namen dahinter und die Farbe. Das komplette Pferd wird eingekleidet. Es sei auch Gamaschen, obwohl ich Gamaschen hasse. Auch Schleifchen vorn am Kopf und am Schweif sind erlaubt oder Blümchen, je nachdem. Sollte das Pferd jetzt ein Pferd sein mit breiteren Beinen, wo wir keine Gamaschen ranmachen können, müssen wir die Gamaschen weglassen. Ansonsten, das ist wie gesagt dann ein Video, was ich schon im Hinterkopf habe, was ich gerade plane. Ansonsten, ihr wisst, wie gesagt, was Phase ist. Ihr geht für mich shoppen. Ihr schreibt hin, wo ihr das Kleidungsstück gefunden habt, den Namen und den Ort und die Farbe. Einer von euch kauft eine Jacke, der andere die Hose, Schuhe, Handschuhe, Accessoires, Frisur. So. Ne? Also quasi, dass jeder einen Teil des Outfits kauft und dann auch hinschreibt, wo er das gesehen hat. Also ihr sollt es kaufen, sondern sollt halt nur hingehen und gucken, ob, pass auf, hier der Pullover, gibt's einen Club Store und hat, heißt sowieso und hat die Farbe sowieso. Und genauso schreibt ihr das in euren Kommentar. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ungefähr rausfiltern, was ich von euch möchte. Ich würde jetzt Schluss machen. Und wie gesagt, wenn das so gut bei euch angekommen ist, das mit der Challenge hier, dann können wir das irgendwann mit einem Pferd machen. Und dazu erzähle ich euch aber auch noch Näheres, wie das Ganze abläuft. Aber ich habe das, glaube ich, gerade schon mal so grob erzählt. Aber das mache ich dann in einem separaten Video. Aber erst, wenn wir meinen Charakter eingekleidet haben und wenn ihr natürlich mitmacht, weil, wenn, ich sag mal so, es ist ja wie gesagt so ein bisschen so Unterhaltung. Ich möchte auch hier auf meinem Kanal mal was anderes bieten, außer Level Talk und so. Und deswegen habe ich mir diese beiden Challenges mit dem Reiter und dem Pferd ausgedacht, weil ich mal was bieten wollte, was jetzt noch nie da gewesen war, was mir eingefallen ist, um meinen Kanal ein bisschen hoch zu pushen. Ich möchte jetzt nicht super berühmt werden, aber ich möchte halt so ein bisschen Unterhaltung bieten und ihr wisst ja, mir fallen ja nicht mal die tollsten Ideen ein, also dachte ich, machen wir das mal mit dem Charakter, dass ihr für mich
shoppen geht, Kleidungsstücke aussucht. Ja. Also wie gesagt, ihr habt das schon etwa so grob verstanden, was ich von euch wollte. Wenn nicht, schreibt gerne noch in die Kommentare, was ihr machen müsst. Dann antworte ich euch. Wie gesagt, ich lese jedes Kommentar durch. Es gibt keinen Kommentar, was ich nicht lese. Beleidigende Kommentare werden von mir gelesen, aber werden nicht geantwortet. Also ich werde nie auf beleidigende Kommentare antworten. Wenn ihr euch jetzt natürlich da draußen fragt, warum ich auf euer Kommentar nicht geantwortet habe, dann vielleicht, weil es beleidigend ist. Ansonsten würde ich sagen, dass ich jetzt Schluss mache. Tschüss und beim nächsten Mal werden wir shoppen gehen. Ciao, ciao, Kakao.